Im heutigen Video soll es mir darum gehen, wie ihr euch mit Hilfe eines MSLA-Druckers und im Vorhinein mit der 3D-Bearbeitung selber Stempel herstellen könnt. Ich verwende die inzwischen, um meine Produktschachteln zu etikettieren, weil sich bei meinen geringen Auflagen es als ein bisschen zu teuer herausgestellt hat, die Sticker auszudrucken und ausplotten zu lassen. Ich möchte gleich vorwegnehmen, dass ihr euch Stempel natürlich auch von irgendwelchen Shops auslasern lassen könnt, also aus irgendwelchen Silikon-Mattenmaterialien. Das kostet in der Größe so ungefähr 30 Euro und ist bei einem einzelnen Stempel natürlich wesentlich billiger, als wenn ihr euch jetzt den Aufriss macht, das selber herzustellen. Aber wenn ihr ein relativ großes Stempel oder so wie ich relativ viele herstellen wollt, vor allem auch wenn ihr verschiedene Iterationen durchgeht, also mal noch kleine Details ändern wollt, dann kann das natürlich schnell ins Geld gehen, wenn ihr euch das immer auslasern lasst. Und ein dritter Punkt ist, dass Lasercutter manche sehr feine Strukturen nicht schadfrei umsetzen können. In meinen Stempeln sind sehr feine Punktstrukturen, die zum Teil kleiner sind als der I-Punkt der Schriftgröße 8. Und das ist so dieses magische Maß, bei dem die meisten Lasercutter die Details wegbrennen. Diese feine Punktstruktur ließ sich gerade so noch umsetzen, also mit dem Lasercutter, weil die offenbar gerade ein neues Modell angeschafft hatten, das besonders feine Strukturen herstellen konnte. Ein anderer Stempelshop hat das abgelehnt. Und hier noch das Logo der Dackelminiatur nach dem Design von Susi Schwichtenberg in zwei Iterationen. Hier einmal mit groben Punkten und einmal mit wesentlich feineren Punkten. Also hat sich herausgestellt, dass die Punkte tatsächlich zu fein waren und der Schatteneffekt ein bisschen zu subtil war und wir deswegen ein bisschen gröbere gemacht haben. Ich werde euch also jetzt im Folgenden zeigen, wie ihr euch entweder direkt in Blender einen relativ einfachen Stempel herstellen könnt oder wenn ihr schon die Vektorgrafik als Ausgang habt, so wie ich zum Beispiel die hier von Simon Nikolaus Lange entworfenen Logos für meine Produkte, die in Blender importieren könnt, dann so bearbeiten könnt, dass es eben diese Stempelgeometrie bekommt, um diese dann auszudrucken. Bevor ich euch die Abläufe jetzt anhand so einer relativ komplexen SVG-Datei präsentiere, zeige ich euch erstmal, wie ihr euch direkt in Blender, also mit einem erstellten Textobjekt, einen Stempel machen könnt. Ich bin also im Object-Modus, mache mir ein Textobjekt, gebe hier ein, was auch immer ich möchte, irgendwas. Hier in den Texteinstellungen habt ihr noch ein paar mehr Möglichkeiten. Der Stempel wäre jetzt nur 3,97 mm lang, das ist natürlich ein bisschen zu klein. Und das sind jetzt 40 mm ungefähr. Wenn ihr jetzt eine SVG-Datei importiert, ist das derselbe Arbeitsschritt, wie wenn ihr euch ein Textobjekt erstellt. Ihr müsst das Ganze nämlich erstmal mit Rechtsklick in ein Mesh-Objekt wandeln. Jetzt könnt ihr im Edit-Modus nicht mehr den Text ändern, aber habt Zugriff auf die einzelnen Punkte. Und ich verschmelze zum Beispiel gleich erstmal alle Flächen mit Limited Dissolve, dass es ein bisschen übersichtlicher wird. So, und bei einem 40 mm langen Stempel müssen wir ja eine gewisse Erhabenheit schaffen, damit die umliegenden Bereiche keine Farbe des Stempelkissens aufnehmen und dann eben auch keine Farbe abgeben, wenn man tatsächlich stempelt. Also gehe ich jetzt hier mal in den Edit-Modus und zeige euch als erstes die falsche Herangehensweise, nämlich das Ganze nur senkrecht zu extrudieren, um 2 mm. Bei kleineren Stempeln, wie dem jetzt hier, kommen wir bei sehr feinen Strukturen, also wie bei allen Stegen dieser Buchstaben und zum Beispiel bei I-Punkten, zu Problemen. Also diese Säule hier aus einem elastischen Material wäre einfach viel zu instabil, also würde sich abnutzen und ein sehr unsauberes Stempelbild ergeben. Das senkrechte Extrudieren ist also hier nicht die richtige Herangehensweise, sondern das Skalieren entlang der Normalen. Wir können jetzt also hier zum Beispiel die Kanten in diesem unteren Bereich auswählen und diese entlang ihrer Normalen skalieren mit Alt-S, sonst heißt das glaube ich Shrink und Fetten und ist irgendwo in dem Seitenmenü auch verfügbar. Und jetzt sehen wir schon, ringsrum wurde jetzt eine gleichmäßige pyramidale Struktur geschaffen. Die Punkte sind jetzt noch nicht auf derselben Höhe, da können wir uns jetzt hier wieder mit einem angepassten Pivot Point, das wäre also einem gemeinsamen Pivot Point, entlang der Z-Achse auf 0 skalieren. Scale, Z, 0. Und fertig ist die Laube. Jetzt kann es noch sein, dass das Stempelbild ein bisschen unsauber wird, dadurch, dass das hier direkt so abgeschrägt wird. Deswegen wähle ich meistens noch diese Flächen aus und extrudiere sie ein kleines Pupsstück senkrecht nach oben, damit zumindest hier für so einen ganz kleinen Bereich das reine Stempelbild ohne Schräge verarbeitet wird. So, und das war es eigentlich schon. Also die Normalen sind ja jetzt hier noch verdreht, aber zusammen mit einer Basis, also einem quaderförmigen Klotz unten drunter, wäre das eigentlich schon alles. Und jetzt zeige ich euch als nächstes, wie ich meinen Infostempel mache. Also importiere die SVG-Datei
skaliere das Ganze erstmal um das 100-fache. Und jetzt schaffe ich mir meine Basis, einen Zylinder mit 50 mm Durchmesser und 3 mm Höhe. Anhand derer richte ich jetzt meinen Stempel aus. So vielleicht. Jetzt gebe ich den Objekten, den Kurvenobjekten noch diesen gemeinsamen Mittelpunkt hier beim 3D-Cursor. Set Origin, Origin Dingsbums. Die Kurven haben jetzt alle das Füllmuster, das ihnen im Vektorprogramm zugewiesen wurde. Wie ihr jetzt zum Beispiel hier schon sehen könnt, kann das Blender manchmal nicht richtig interpretieren. Also ihr habt hier im Kurvenmenü die Möglichkeit, das erstens auszuschalten. Das würde aber heißen, dass ihr dann, nachdem ihr es in ein Mesh gewandelt habt, alles händisch füllen müsst. Ein Problem aber, wenn ihr das gefüllt in ein Mesh wandelt, ist, dass diese Fehler schwieriger zu reparieren sind. Also es ist durchaus sinnvoll, diese Fehler, bevor ihr das Ganze in ein Mesh wandelt, zu richten. In dem Fall waren die einfach nicht verbunden und schon ist alles richtig. Jetzt, wo das alles gerichtet ist, wähle ich mir meine Kurven aus, wandle sie in ein Mesh um, füge sie alle zusammen. Wenn einen die schwarze Füllung, also das SVG-Material, stört, dann kann man das hier natürlich noch rauslöschen. Die Skalierung anwenden. Dann im Edit-Modus mit Limited Dissolve die Flächen verschmelzen und mit Merge by Distance doppelte Punkte, waren jetzt nicht viele, ebenfalls verschmelzen, gucken, ob sich irgendwelche Überschneidungen oder so wieder zurückgebildet haben und jetzt alles extrudieren. Nach unten um 0,1 mm, dann nochmal nach unten und jetzt entlang der normalen, also Edge Select auswählen, entlang der normalen um 3 skalieren. Alt-S, 3, Minus. Dann die Unebenheiten der Basis ausgleichen. Scale, Z, 0. Die normalen umdrehen. Hier hat sich was vor. Ja, das ist also auch schon unser Stempel. Hier in diesen Bereichen hat sich jetzt irgendwie eine Verdrehung ergeben. Wenn man jetzt ganz pedantisch ist, kann man im Wireframe-Modus sich diese Punkte auswählen und die so lange hin und her schieben, bis sich das eben, naja, erledigt hat. Ist aber erfahrungsgemäß nicht unbedingt nötig. Und die Basis braucht noch relativ starke Phasen. Außerdem muss sie relativ dick sein, also ist jetzt 3 mm stark, damit das elastische Material beim Abschaben von der Plattform nicht zerreißt oder irgendwie geknickt wird. Steuerung B, also einen fetten Bevel dran. So, und das war es jetzt eigentlich. Jetzt nehme ich die beiden Objekte, exportiere sie als STL-Datei, als mein Stempel. Besonders wichtig ist noch zu sagen, dass ihr euren Stempel spiegelverkehrt drucken müsst, damit dann das Stempelbild richtig rum erzeugt wird. Das Harz, das ich jetzt hier verwende, ist das Jungi Transblue Elastic Resin, also so ein bisschen silikonartig. Aber je nachdem, was ihr für eine Anwendung habt, kann es auch sein, dass ihr mit einem starreren Material auch gut klarkommt. Bei mir ist es eben nötig, damit sich der Stempel ein bisschen auch einer unebeneren Oberfläche anpassen kann. Die elastischen Harze müssen generell mit langsameren Liftzeiten gedruckt werden. Des Weiteren ist das Harz relativ dickflüssig. In Kombination mit der flachen Orientierung auf der Plattform müsst ihr also einen relativ hohen Light-of-Delay einstellen. Einfach damit sich das Harz nicht mehr bewegt, wenn die Belichtung wieder einsetzt. Eine weitere Besonderheit ist, dass dieses Harz eine ziemlich hohe Belichtungszeit braucht, also eine normale Belichtungszeit, aber wie verrückt an der Plattform haftet und deswegen die Bottom Layers verhältnismäßig gering eingestellt werden sollten. Also bei Standardharzen geht man ja sonst so vom 10-fachen aus und bei dem solltet ihr vielleicht vom 3-fachen ausgehen. Ich habe schon eine ziemlich glatte Stahl-Flexplate unten an meiner Plattform, die also keine gute Haftung bietet und trotzdem ist es immer ein richtiger Kampf, diese Teile hier runterzukriegen. Ja, ansonsten ist das Harz relativ teuer und wahrscheinlich todesgiftig, aber das interessiert ja sonst eigentlich auch niemanden. Ja, mehr fällt mir jetzt auch gerade nicht dazu ein. Slice.
Ja, so viel dazu. Ich habe mir jetzt noch aus Rest-MDF-Plattenmaterialien eine Basis ausgesägt und mit doppelseitigem Klebeband die Stempel darauf montiert. Und die funktionieren ganz ausgezeichnet. Ich habe jetzt hier also hier meinen Infotext-Stempel und noch den Stempel für meine Elch-Miniatur. Und das sieht so genauso aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Eurer Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt die Stempel auch größer machen oder für andere Materialien, also andere Farben und so, noch mit abgeänderter Geometrie herstellen. Vorausgesetzt natürlich, dass ihr entweder den MSLA-Drucker habt oder jemanden kennt, bei dem ihr das in Auftrag geben könnt. Und natürlich vorausgesetzt, dass ihr die 3D-Blender-Kenntnisse oder in welchem Programm auch immer, sowie vielleicht die Vektorbearbeitung irgendwie schon in eurem Repertoire habt. Na dann, mache ich mich mal hier fröhlich ans Stempeln. Bis zum nächsten Mal. Ciao.